Moin, moin. Erwischt. War Schreck? Natürlich. Peace, Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Peace. Hi. You good? Wir sind tatsächlich nicht im Urlaub und ich kann in Deutschland mit T-Shirt rumlaufen. Also das Wetter, das muss ich auf jeden Fall noch verstehen in Deutschland. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann gibt es noch Menschen wie AJ, die eine fette Winterjacke mit so einem Fell tragen. Wie kommt es dazu? Ich dachte, es wäre ein bisschen kälter. Wir haben Februar. Wir sind in Deutschland. Also ja, tut mir leid. Aber ich ziehe mich jetzt auch nicht mehr um. Okay. Okay. Wir befinden uns hier in Leipzig. Hier ist unser Hotel. Wir sind gestern Abend schon angereist, aber wir waren todesmüde. Genau. Und deswegen geht es jetzt erst hier am Morgen richtig los und wir erkunden ein wenig Leipzig. Ja, ich hab Bock. Oder so ähnlich. Ihr müsst wissen, ich war schon mal ein paar Mal in Leipzig, also ich kenne mich hier eh gut aus, aber ja, lass einfach direkt mal nach da, da ist auch schon die Innenstadt, let's go. Okay Leute, wir sind jetzt hier in der Innenstadt von Leipzig und mir ist gerade aufgefallen, Digga, hier hat jeder ein Handy in der Hand. Spielt ihr alle noch Pokémon Go, Digga? You good, bro? Oh mein Gott, ich hab Relaxo! Schnell weg hier, ciao. Dumm. Meinst du, das war peinlich für dich? Ach nee, Quatsch. Was? Bruh. Warum kaufen wir das? Weil wir aus dem Mund stinken und ungepflegte Haut haben. Wow, that nice. Wegen meiner Allergie ungepflegte Haut, Bruder. Ja, genau. Hey, würdet ihr mich daten, AJ? Also ich? Safe. Wow, that nice. Sieht aus wie eine schöne Oma, oder? Ja, richtige Designer-Oma. You good, bro? Würdest du mich immer noch daten? Ich stehe eigentlich nicht auf Kinder. Brillen meinst du? Ja, genau. Kinderbrillen, genau. 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 Ciao. Danke. Ciao. You good, bro? Okay, langsam wird es doch ein bisschen kalt und mein Gesicht braucht Creme, deswegen gehen wir mal in unser Hotelzimmer. Let's go! Hallo, wir sind wieder im Hotel, Leute, weil meine Haut ist richtig wund, weil ich hatte meine Allergie und dann habe ich sie auf die Nase geputzt und ja, meine Haut war einfach richtig rau danach. Oder ist rau? Da habe ich sogar eine Creme gerade gekauft. Oh, ist das zu viel? Yo, bro. War das zu viel? Du hast dein T-Shirt übel voll geklickert. Hast du meine Frage beantwortet? Das war... Nee, es passt. Passt. So. Wow, that nice! Ja, das sieht nach der perfekten Menge aus. So, jetzt sollte meine Haut wieder gut sein. Ja, wir können wieder raus und da ziehe ich einfach die Jacke drüber. Das passt schon. So Leute, wir sind nochmal mit dem Bord draußen. Oh! Da ist die Polizei, lass mal einen Kickflip vor dir machen, komm her. That nice. Ah ja, Digga, wo ist deine Jacke, deine Winterjacke? Ja, die habe ich jetzt oben gelassen, weil, Digga, es ist so warm. Da ist die Sonne. Oder nee, bist du, ah nee, ich dachte gerade, du wärst der Sonnenschein. Oh, AJ. Oh. Oh. No homo hier. Genau. Artus, AJ und die Sonne. Okay. Ihr glaubt es nicht, Leute. Unser Hotel ist da über die Straße und hier ist direkt ein Skatepark, Digga. Oder ein Skateplatz, Plaza, wie auch immer. Ist krass. Das ist schon Luxus für einen Skater, muss ich sagen. Ja, jetzt komm, Digga. Hau mal ein paar krasse Tricks raus. Für euch hau ich die krassesten Tricks raus. Komm her. Ich bin so kaputt, ich schwitze so hart, Leute. Und ich war vielleicht eine Viertelstunde skaten gerade. Digga, ich brauch trinken. Wir gehen jetzt in das, glaube ich, größte Einkaufszentrum hier in Leipzig, in das da. Komm, Digga, du gehst jetzt einfach an irgendeiner Menschenmenge vorbei und maulst dich richtig. Hast du Bock? Safe. Let's get it. Get it. Oh. Scheiße, Mann, das war zwar Absicht, aber das tat jetzt trotzdem weh. Ah. Bruh. Einer, geht noch. Geht noch einer. Das ist der letzte Becher. Psch. Bitte.
schneiden wir raus. Alter, hier gibt es bis zu 70% Rabatt. Lass da mal auf jeden rein, locker. Ich kaufe mir eine Jacke oder so. Mal sehen. Also die feiere ich schon hart, die Jacke. 130 Euro ist ein Schnapper, Digga. Nehmen wir, oder? Gönn dir. Den nehmen wir. Safe. So, Leute, ich habe jetzt die Jacke an, die feiere ich hart. Deswegen auch die Marke Carhartt. Ja. Genau. Nee, natürlich fittet die jetzt nicht so hier mit meinem T-Shirt da unter und so, aber wenn man das mit anderen Klamotten kombiniert, sollte die schon gut aussehen. Und so eine habe ich noch nicht, deswegen kaufen wir die. Safe. Teuer. Aber easy. Let's get it. Upsi, wurde eine Jacke. Wir haben seit mittlerweile gestern nichts mehr gegessen, deswegen lassen wir eine Currywurst getten, oder? Jo, bin dabei, Alter. Danke. Ehrenmann, er hat gesagt, lass schmecken. Guten. Dir auch, Schnuggi. No homo. Nicht gut. Und schon wieder geht die Sonne unter. Was ein schöner Tag war das heute. Leipzig ist echt eine geile Stadt, Mann. Da ist die Polizei. You good, Bro? Casper Flip. Voll auf meine Hand, Mann. Ich wollte eigentlich mit dem Arsch aufs Board, da habe ich mich nicht getraut. Und jetzt haben meine Hände gelitten. Wow, that nice. Lass mal ins Hotel gehen. Ah, Digga, das sah locker richtig dumm aus, ey. Andere machen das und machen ihr Board so kaputt. Das traue ich mich dann schon wieder nicht. Komm rein in die warme Stube. Nicht stolpern, Bruder. Ich hätte mich gefreut, wenn du gestolpert wärst. Peace, Leute. Meine ganzen Sachen sind dreckig, mit Currysoße vollgeschmiert, mit Schweiß voll und so weiter. Und ich brauche auf jeden Fall mal eine neue Jogginghose. Mein Plan ist es nämlich, dass ich nur noch so chillige Klamotten trage, weil wieso mache ich mir eigentlich den Auftrag und trage eine Jeans? Genau. Ich kann auch eine Jogginghose tragen. Wir gehen nochmal in die Stadt, auch wenn es schon dunkel draußen ist, aber die Läden haben wir noch auf. Und dann gucken wir, ob ich eine Jogginghose finde. Let's get it! Digga, AJ, was machst du eigentlich hier? You good, Bro? Yeah. Oh, mein Kopf. Digga. Oh, was hast du denn vor? Ich wollte irgendwas Cooles machen. Ah, okay. Ciao. Das ist der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist das. Das ist der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist das. Hey, hey, hey. Hast du überhaupt einen Knopf gedrückt, Bruder? Oh, Junge, ey. Jetzt fahren wir die ganze Zeit Fahrstuhl, ohne dass wir fahren. Jetzt fahren wir. Das ist der Fahrstuhl. Hier sind wir drin. Es wackelt komplett. Alter. Ich glaube, ich spinne. You good, Bro? Ich werde Rapper, Leute, falls YouTube nicht mehr läuft. Genau. Huck. Hast du einen Laus? Digga, AJ, bist du ein Monkey? Nein, wie kommst du drauf? Keine Ahnung, komm her. Da gab's nix. Richtig? Richtig, was soll das? Mann! Moin, moin. Erwischt. Darf ich schmecken? Natürlich. Auf ein neues. Ja, that nice. So, unser Einkauf ist jetzt auch fertig. Jetzt geht's ins Hotel, dann dusche ich mal. Ich habe noch eine Idee, was wir machen. Aber komm jetzt mit ins Zimmer. Wir sind im Fahrstuhl. Es geht wieder hoch. Das ist cool. Und das ist cool. Cool. Da ist mir kein Reim eingefallen. Oh. Yo. Wo ist mein Bizeps? Und mein Trizeps? Und meine anderen Muskelgruppen? Ich glaube, ich hatte noch nie Muskeln. Ey, Digga, AJ, warum fühlst du eigentlich gerade in den Spiegel? Hallo. Ups. Du bist verpeilt. Bruh. Aber ich glaube, das Problem mit den Muskeln können wir auf jeden Fall ändern. Und ich würde sagen, dafür werden wir erstmal eine Runde pumpen gehen.
reicht auch schon wieder. Komm mal. Ach, scheiße, ich bin immer noch im Lauch. Fuck. Vielleicht eigentlich nicht so witzig, aber was soll's. So Leute, ich habe gerade frisch geduscht. Wir waren ja gerade im Gym, ein bisschen pumpen, aber der Bizeps ist irgendwie immer noch nicht da. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen länger durchhalten. Und ich habe übrigens das Outfit an, was ich heute gekauft habe. Ja, all black and white, aber ich bin eigentlich immer schwarz-weiß gekleidet, glaube ich. Aber die Schuhe in schwarz, die sind schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall für mich, weil ich ja nur weiße Schuhe trage und auch nur Air Force trage. Genau. Darum soll es aber gar nicht gehen, Leute. Ich hoffe, euch hat der heutige Daily Vlog gefallen. Und wenn ihr mehr Vlogs auf meinem Kanal sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Haut auf den Abonnieren-Button. Joint der krassesten Community auf YouTube. Wir werden alles auseinandernehmen dieses Jahr. Ich sag's euch. Ja, folgt mir auf Instagram. Haut rein und bis morgen. Peace.